Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ihr seht, dass ich mich zusammenschnirpse wie so ein Gummi, den man vorher ausgedehnt hat und der zurückschnirpst. Wir haben ganz furchtbares Wetter. Bad Hair Day kennt ja jeder, ne? Ich will euch heute mal zeigen, ein Bad Weather Day Make-up. Ich war schon dreimal draußen, bin schon dreimal klitschnass geworden, der Hund will nicht raus. Der liegt hier, der zeigt mir den Mittelfinger an seiner Kralle, wenn ich da raus will. Es regnet in Strömen, es ist hässlich und ich muss aber nachher noch meine Mama besuchen. Ja, und was mache ich? Da muss ich auch wieder mit dem Hund raus, da muss ich raus, da muss ich zusehen, dass ich schnell ins Auto komme. Also mache ich mir heute ein schlechtes Wetter-Make-up. Und zwar ein ganz, ganz schnelles, so dass ich wirklich schön aussehe. Ihr seht selber, wie ich aussehe, genauso wie man aussieht, wenn dieses Wetter bäh ist. Ich habe nur Feuchtigkeitscreme drauf, weiter nicht. Ich nehme den Weichzeichner von Make-up Coach, beide Farben. Weil ich habe nämlich auch null Lust. Und wenn ich nicht zu meiner Mutter müsste, würde ich nirgendwo hingehen. Aber ihr kennt ja Muttis, ne? Das Erste, was wäre, wenn ich so käme zu ihr? Mädel, was hast du denn? Wie siehst du denn aus? Du siehst ja aus, als ob du aus dem Kohlenkeller kommst. Hast du keine Zeit für die Pflege? Nee, Mutti, ich habe keine Lust für die Pflege. Und dann kommt gleich der Kommentar hinterher. Naja, hättest ja auch nicht kommen müssen. So eine alte Frau, wie ich es bin, die besucht man sowieso nicht gerne. Naja, und um das im Grunde genommen mir einzusparen, werde ich jetzt schnell, schnell, schnell ein Bad Weather Day Make-up machen. Also ein bisschen Weichzeichner drauf. Darüber kommt ganz einfach nur ein bisschen Kompaktpuder, dass es eben hält. Man sieht schon gleich ein bisschen frischer aus. Ich will auch gar nicht mehr haben, weil wenn ich heute noch drei, vier, fünf Mal rausgehe und es da draußen schon überschwemmt ist mit dem Hund und mit allem, dann weiß ich, wie ich dann zum Schluss aussehe. Und aus dem Grunde lassen wir das. Gut, ich nehme aus meiner kleinen süßen Kaffeetassenbox heute auch nur ein bisschen Bronzer und gebt mir das so ein bisschen als Farbe drüber. Kennt ihr das? Ihr habt null Bock überhaupt etwas zu machen und dann kündigt sich, weiß ich nicht, der Versicherungsvertreter an. Oder ihr müsst wirklich auch noch mal weg oder so wie ich, ihr müsst die Mami besuchen oder ihr müsst zum Arzt und eigentlich habt ihr null Bock. Dann kann ich immer nur sagen, genau das macht so. Macht nicht viel Tamtam, macht nicht viel Theater, macht euch ein schnelles, schlechtes Wetter-Make-up. So, jetzt nehme ich ein bisschen Kontur und verteile das ganz einfach auch auf die Wangen. So, damit die kleine Tochter ein bisschen Farbe hat. Alles im gleichen Farbton und alles aus der gleichen Palette. Also ihr könnt auch eine normale Contouring-Palette nehmen. Nur daraus mache ich das, nichts weiter. Meistens hat man ja in den Contouring-Paletten auch einen Highlighter. Den habe ich hier so in Goldform. Den schmeiße ich mir darauf. So. Und schon kann die Tochter sich bei der Mama sehen lassen. Hat ein bisschen Farbe im Gesicht. Geht ganz, ganz schnell. Finde ich auch absolut in Ordnung. Für diese Fälle nehme ich auch die Augenbrauenpomade von Rival de Loop. Zieh mir ein bisschen die Augenbrauen nach.
Man kann jetzt auch sagen, ich habe schon mal so ein 5-Minuten-Make-up, glaube ich, als IGTV-Video schon mal hochgeladen. Aber ich finde so ein schlechtes Wetter-Make-up, wo man so gar keine Lust hat, finde ich, ist noch mal wieder etwas anderes. Und man sieht, dass man teilweise vielleicht, ich noch mit ein bisschen Quatschen, komme vielleicht jetzt hier auf 10, 12 Minuten, dass man dann ganz schnell trotzdem ein bisschen schöner sieht. Und wenn man am Spiegel vorbeigeht, dann kann man sich auch mehr leiden. Ich bleibe bei diesem Farbton hier und gehe ganz einfach über das gesamte bewegliche Lid bis einschließlich der Lidfalte. Nicht vergessen abzuklopfen, und zwar gleich mit dem Verblendepinsel. Ja, und insofern habe ich da ganz schnell ein schönes Make-up, gehe dann nochmal in diesen Highlighter-Ton rein, verblende das nach oben ein bisschen. Und da ist man eben halt ganz schnell bei so einem schlechten Wetter ein bisschen hübscher, ohne viel dazu tun zu müssen. Am unteren Wimpernrand nehme ich dann einfach den braunen Smoke Liner von Make-up Coach und gehe am unteren Wimpernrand entlang. Vor allen Dingen könnt ihr im Braunton halt, den könnt ihr zu allem, was ihr anhabt, nutzen. Ich habe heute eine Jeans und einen Pulli an, der mich ein bisschen vor der Kälte schützt. Gut. Und damit das ein bisschen smoky aussieht, verteile ich das dann noch ein bisschen mit dem Pinsel, sodass sich das so ein bisschen verstreicht. Und weil ich sowieso schon in einer Stimmung bin, die so richtig wettertechnisch in den Keller geht, zumindest auch wenn ich auch noch lese, dass es im Norden Deutschland das, was wir hier in Massen von Regen runterbekommen und das bis runter in den Süden Deutschlands und sogar Österreichs, dann mache ich mir auch noch schöne schwarze Wasserlinie, weil ich empfinde das dann heute so richtig als Black Day. So, Wimpern noch ein bisschen gemacht, gar nicht viel. Ich weiß, bei dem Regen. Der Regen kommt überall hin. Auch unten nur so ein bisschen nach wie vor. Ich habe ja eigentlich keine Lust. Ich will nur der Diskussion meiner mittlerweile 94-jährigen Mama aus dem Weg gehen und sagen, sie sagt, Mädel, bei dem Wetter kommst du hierher. Wärst du doch zu Hause geblieben. Mann, Mädchen, aber ich freue mich, dass du da bist. Und so hübsch siehst du aus. Genau das will ich hören. So. Lippenkontur, Rosenholz. Und weil ich ja dann nachher zum Corona-Test, ne? Und diese FFP2-Maske tragen muss, wissen wir ja jetzt irgendwie alle. Oder diese, also noch können wir ja diese auch diese Einmal-OP-Masken tragen. Meistens mache ich das, wenn ich einen Lippenstift drauf habe, aber heute bei der FFP2-Maske mache ich das natürlich, dass ich nur die Lippenkontur mache und haue mir einfach ein bisschen Velmax Lipbalm von Make-up Coach drauf. So, ein bisschen habe ich gesagt, nicht 10 Pfund.
So, das ist mein ganz kurzes Nullbock. Bei diesem Wetter rausgehen müssen. Make-up. Haare könnte sein, dass ich sie mir nachher zusammenmache. Und wenn sie noch dreimal nass werden, dann sehen sie sowieso grausam aus. Aber ich muss sie eh heute waschen, denn morgen kommt mein Curler. Und bis dahin müssen sie schön trocken sein, damit ich morgen mir Locken machen kann. Ja, ich komme noch mal näher. Also, nach wie vor mit den wenigsten Mitteln ganz schnell ein sogenanntes Bad Weather Make-up. Sieht gut aus. Lippenkontur ist auch gegeben. Nur ein bisschen Pflege rauf, weil das Wetter ist eh so mies, dass man sagt, ja, man braucht die Pflege auf den Lippen. Und ich habe den Schutz. Und alles andere wird schön. Und wollen wir nicht trotzdem immer noch hören, Mann, du siehst aber gut aus. Und dann können wir auch noch getrosten Herzens sagen, ach, das war doch heute nur ein 3 Minuten Make-up. Ich habe nämlich keine Lust. Aber wer Hundebesitzer ist, der weiß, er muss raus. Es ist nicht zu ändern. Und genau für diejenigen, die aus anderen Gründen auch heute noch raus müssen bei so einem Wetter, schminkt euch ein bisschen, macht's ratzfatz, so wie ich es immer sage. Und wenn ihr zurückkommt und euch vorm Spiegel auszieht und sowieso bis dahin schon eine Laune habt, weil alles klitschnass ist, dann guckt ihr aber wenigstens in den Spiegel und sagt, oh Gott, geht aber. Und kriegt nicht noch die Mundwinkel runter. Ja, ich schreibe euch meine 3,5 Produkte gerne in die Infobox. Schreibt mir, was ihr so bei so einem schlechten Wettertag für Lust und Laune habt, euch überhaupt zu schminken. Ob ihr euch dann trotzdem schminkt, ob es euch dann so geht, dass dann schon gleich sich ein bisschen das hebt. Das wäre schön, wenn euch das kurze Video von mir, 15 Minuten, wow, schon ewig nicht geschafft, auch gefallen hat. Gebt mir einen Daumen hoch und ja, abonniert bitte alle diejenigen, die per Zufall heute mal reingekommen sind, meinen Kanal. Ich kann euch sagen, meine bisherigen Videos sind sehr viel länger, aber heute ist der sogenannte Ich habe keine Lust-Tag. Und daher dieses kleine Bad Weather Make-up. So, ansonsten einen schönen Tag. Bleibt gesund. Ich hoffe für euch auf schöneres Wetter. Ich vermisse den Frühling. Ich will ihn haben. Ich ziehe ihn schon andauernd am Tauseil ran. Aber er will und will nicht kommen. Also wünsche ich euch einen schönen Tag und sage wie immer Tschüss, eure farbenfroh 60 plus.